going funky. Yo, hi Leute, hier ist euer Mr. Gonzo, mein Name ist Affel und willkommen zu einem weiteren Let's Play von Pokémon Blatt Gymnastik Challenge. Ja, wir können laufen, vergesse ich jedes Mal, dass wir laufen können. Aber naja, ich glaube, so wird es, glaube ich, immer sein. Master, du bist da! Mein Gott, du bist geflüchtet! Man, ich will schauen, wie sind eigentlich meine Pokémon geheilt und so. Ah, reicht aus, reicht aus. Ich habe jetzt einen Bisaknosp, ein Horn, Topsy. Ja, ich hab Ding. Erstmal mal heute ein Let's Play mir angeguckt von, also jetzt kein Let's Play, eigentlich so ein Tipp, wie man sich Mew holt. Aber nur auf Pokémon Blau. Pokémon Blau und Rot, also die allerersten Pokémon-Editionen. Und fand ich schon schade, dass man nur dort sich Mew holen kann. Streusel würde ich gerne einsetzen, aber es geht leider nicht. Hm, Horn. Muster, egal, wir schätzen jetzt einmal ein. Egal was jetzt hat. Also wir gehen jetzt scheiße auf. Ich habe keine Lust auf den Gegner, der ist so unnötig. Können uns auch woanders unsere Pokémon dann auch noch trainieren. Oh, wir sind hier glaube ich nicht richtig. Mal schauen, was hier kommt. Mundstelle. Raub! Oh, das ist aber geil. Raub hat es. Also vielleicht gab kein keiner. Raub. Raub ist eine Unlicht-Attacke. Was wäre ich am besten? Also ich glaube, Muster kann jetzt nicht so gut Attacken erlernen. Ich gebe es lieber Muster. Ja, ist eine Unlicht. Fahnenschuss, Härtner. Am allerbesten wäre ich Härtner. Nein! Fahnenschuss durch raus. Durch ein bisschen überspringen. Nein, ist jetzt auch nicht so wild. Komm her, wir kämpfen jetzt. Yes. Nein, ich habe Fahnenschuss, wollte ich nicht raus tun, weil ich finde Fahnenschuss ist schon eine relativ gute Attacke für den Anfang eigentlich. Super, das ist Typ Gift. Ich weiß nicht, ob Raub jetzt effektiv ist. Aber wir setzen jetzt einfach mal ein. Vielleicht hat es irgendeinen Dackel. Oh, zieht sogar relativ viel ab. Ja, natürlich ist es nicht effektiv. Oh, sorry, Leute, Alter. Was für ein Leck gerade. Oh, irgendwas ist jetzt gerade mein Spiel los. Ein Steiner. Oh. Sich das erste Mal, dass ein Super das hat. Okay, das Spiel hängt. Ich mache gleich einen Cut, Leute. Okay, ich mache jetzt hier ganz kurz einen Cut. Dann komme ich gleich wieder zurück. So, Leute, hier wieder zurück. Ich hoffe, das Spiel hat sich jetzt eingekriegt. Raub! Ah. Ich hoffe, wir setzen lieber dann mal Konfusion ein. Ich hoffe dann, das Muster auch dann Psychokinese lernen kann. Ja, um. Sehr effektiv sogar. Oh, Muster ist ja sehr gut eigentlich. Nicht so ein schlechtes Pokémon, wie ich mir es mir so gedacht habe. Vielleicht ist hier was. Yeah, Etta! Voll unnötige. Richtig unnötig. Ah, Muster kriegt das, ja komm. Mal schauen. Also ich hoffe, bist du auf Forschungsreisen? Nein, natürlich nicht, aber vielleicht irgendwann mal gehe ich auf Forschungsreisen und erforsche Pokémon. Radquarz. Okay, Ding wird keine Wirkung haben. Aber ganz wohl so. Oder was ich noch gesehen habe, also man kann sich halt Mew holen und dann so, dann erzählt der eine so, ja, es gab so einen Pokémon-Krieg und so. Und dann habe ich so gedacht, alter Mann, wieso, oh krass, wieso sucht immer dieser Professor Eich immer, so neue Pokémon, so, du wisst ja, die wissen halt nicht so viel über Pokémons. Und deshalb denke ich, wegen dem Pokémon-Krieg wurde alles verloren und dann sucht dieser Professor Eich jetzt alle Daten über alle Pokémon, weil wenn schon Pokémon schon so lange gibt, dann muss man schon alles über die Pokémon schon wissen. Okay, da wechsle ich lieber. Ist mir jetzt gerade ein bisschen heikel. Wir wechseln mal zu Horn! Muster kommt zurück und Horn, du bist dran. Voll 1-2-3 mit dem Namen, oder?
Furienschlag. Müsste schon wehtun, ja. Ah, nur dreimal. Das Deckel und dann jetzt gleich Rückzug. Das ist eine sehr, sehr gute Taktik. Komm, fünfmal. Yes! Horn, du bist der allerbeste, Mann. So. Und ja. Also fand ich eigentlich sehr, sehr interessant, was sie da gesagt haben. Stein. Also entweder ich kann es noch einmal überleben oder ich wechsle aus zu Taubsi und werde es jetzt zerfetzen. Ich glaube jetzt dann gleich auch noch zum Pokémon Center. Weil es gibt jetzt echt... Der Stein hat keine Wirkung auf Taubsi. Yes. Windschuss kann... bringt nichts. Blutsauger. Das ist die beste Attacke ever, Mann. Blutsauger. Noch 4 Levels, da habe ich einen Taubus. Und ich muss immer Hinterkopf... Hinterkopf immer... Ah, was für Hinterkopf? Ich muss mir immer... Was würde ich denn jetzt sagen? Ich will jetzt einfach nur sagen, meine Pokémon dürfen nicht mehr als Level 21 erreichen. Also nicht über Level 21 dürfen die jetzt sein. Weil sonst ist es halt scheiße. Ich habe noch ein Fluchtseil. Genau, okay, wir werden jetzt erstmal hier alles bekämpfen. Was es hier so gibt. Wir müssen aber Streusel mal leveln. Ja, wechseln wir mal. Oh, der hat Kleinstein und so. Hilfe, Hilfefall! Ach, du bist ja nur ein Kind. Natürlich bin ich nur ein Kind. Tada! Ein Herausforderer. Kleinstein, du bist dran. Streusel! Natürlich, ich kann Streusel nichts machen. Alter, wenn es so eine... Ah, wenn es eine Kampfattacke kann. Magneton und so, richtig geil. Also gegen Magneton. Nebensohle, Der Stefan jetzt wurde geschwächt, wozu denn geschwächt? Hä? So nur geschehen. Du bist trotzdem One-Hit. One-Hit KO! Oh Mann, Mann. Scheiße, wurde acht. Ja. Rotenstein. Wow, voll. Krapfen wurde Level 17. Oh mein Gott, noch 4 Levels auf das. Hab ich Level. Kugelsaat. Ich glaube, nach dem muss es sterben. Oder 2 Hits. Ah, tot ist es. Krapfen erhält 183 Punkte. Oh mein Gott. Oh nicht. Ich glaube, das müsste nach einer Kugelsaat auch sterben. Na, oh, fast sogar. Läuft eigentlich. Läuft, Krapfen. Du bist der allerbeste, ey. Aber, über Pokémon ist das beste Game. Ich muss echt aufpassen, dass es nicht die Level 22er Marke erreicht. Schau, wenn man hier jetzt sich irgendwo sich... Oh, ein Pokéball. Mundstein. Mundstein. Was, Mundstein will sich weiterentwickeln zu Nidoqueen? Ich glaub schon, oder? Ja, doch. Mal schauen, was denn da gibt's. Zieht euch die Musik an. Oh mein Gott! Ein Paras! Nein, Spaß. Komm, das werden wir jetzt erstmal hier besiegen. Okay. Oh, vergiftet! Ja, Giftdorn! Okay, so, dieses Paras werden wir jetzt erstmal töten. Also, wir haben auch uns noch ein Paras gefangen. Finde ich eigentlich sehr schade, dass wir ein Paras gefangen haben. Weil Kleinstein wäre eigentlich viel, viel sinnvoller für die Elektro-Orden. Oh mein Gott, paralysiert! Ja, der Paras stirbt jetzt eh. Muss jetzt... Oh mein Gott, ist nicht gestorben. Stachelspur ist jetzt so ein. Ja, also so dumm sind die Pokémons. Ich glaube, das wird mich gerade umbringen. Meine Güte. Oh, sehr viel Erfahrung eigentlich. Okay, wir sind bei Mundberg. Aber ich werde jetzt gerne Pokémon reingehen. Schaut mal. Voll gefickt sind die. Und yo, bis dann. So, hier wieder zurück. Ich habe jetzt mein Team geheilt. So, mal schauen, was es denn hier so überhaupt so gibt. Ein Zubat.
richtig geil. Streusel! Ich habe einen Streusel auf Level 10 gelevelt. Jetzt wenn man sich super hier erstmal. Ah, sieht nicht so viel aus. Ein Volltreffer. Sehr schön, mein Streusel. Streusel finde ich ist ein sehr, sehr geiler Name für Nidorino. Nidorina. Nidorin. Schreck zurück, oh mein Gott. Wann schreckt Streusel denn zurück, man? Ihr beide wärt ein sehr, sehr geiles Paar. Oh mein Gott, ist nicht gestorben. Wieder ein Ersteiner. Ja, dieses Ersteiner ist schon geil. Streusel wurde Level 11. Yes. Lass mal nach oben gucken, was da oben gibt. Ein Pokéball natürlich. Beleber. Ah, sehr geil. Ein Beleber haben wir. Aber naja, das bringt mir jetzt auch nichts. Das muss ich aber verkaufen. Was bringt mir Beleber, wenn ich das nicht einsetzen kann? Oh mein Gott. Ich glaube, ich wechsle lieber mein Pokémon zu da. Mein Ding ist jetzt nicht so das allerschnellste Pokémon. Oh mein Gott, Team Rocket! Die machen mir am meisten Angst mit ihren schwarzen Outfit und dein R. Was soll denn das bedeuten? R für Rassismus? Oder R für radikal? Oh mein Gott, Level 13. Rotenstein. Ob das jetzt was bringt. Oh, das sieht aber natürlich viel ab. Wir wechseln mal die Pokémons. Zu Horn. Du bist dran. Boah, das sieht aber sehr, sehr viel ab. Furienschlag. Oh, ein Volltreffer sogar noch. One Hit K. Nein, das war nicht keine One Hit KO. Also so sehr, sehr starke Pokémon. Sandan. Das ist aber trotzdem mein Vorgänger. Schau, wie das abzieht. Oh, nicht viel, okay. Ja, bringt jetzt auch nicht so viel. Ich hoffe einiger. Habe ich eine Attacke gegen das Pokémon? Nein, eigentlich nicht. Nee. Da muss ich da krapfen, ich muss dich leider weiter leveln. Ich will nicht, dass du über Level 21 kommst. Wenn es dann Level 21 ist, lasse ich dann einmal in meiner Box stehen. Weil, nee. Bringt mir nichts, Mann. Ich brauch das Pokémon einfach für die zweite Arena-Leiterin. Weil es einfach nur verkackt. Ich bin sauer, natürlich musst du sauer sein. Nur so schlechtes Video und ich habe aber noch Tränke dabei. Könnte ich dann einsetzen. Bei Tränke ist egal, wann man das einsetzt. Ah, diese Pokémon nerven schon. Hätte ich lieber Schutz gekauft. Oh, ein Kleinstein. Aber leider, bitte zur Spiel gekommen. Mein Team ist jetzt schon fertig, leider. So. Aber ich glaube, ich werde auch Nasta Challenge, also wenn ich mit der fertig bin oder einfach Game Over habe, mache ich dann Pokémon Rubin und danach, ja, das werden sehr viele Videos sein, also passt das. Also so weit überlege ich nicht, also Saphir mache ich dann sicher. Man muss jetzt schlau überlegen, also, aber ich glaube, eine andere Nasta Challenge ist nicht so einfach ganz normale, wisst ihr? Schon was Bestimmtes. Ich überlege mir dann was anderes aus. Vielleicht habt ihr die Idee. Vielleicht könnt ihr euch mal überlegen, was für Nasta Challenge man noch machen könnte. Könnt ihr mal unten in meinen Videos, Kommentaren einmal schreiben. Vielleicht die Regeln und dann wie das Nasta Challenge heißen soll. Hyperzahlen. Oh mein Gott! Wie kann sowas Hyperzahn erlernen? Hyperzahn!
Hyperzahn. Krabbe ist leider das stärkste Pokémon. Hätte ich nur Nidoqueen jetzt, könnte ich es mir sogar schon mit Mundstein. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, aber ich glaube schon, dass man es mit Mundstein macht. Ist das jetzt nicht so effektiv? Was habe ich denn? Muster, was hat der? Ich könnte Raub einsetzen. Richtig geil, Mann. Mein Muster kann Raub. Er zieht nicht so viel ab, deshalb ist es egal. Ja, eins. Bekommt noch ein Kapitel zurück und ich setze jetzt mal Raub ein. Ah, ich glaube, Konfusion ist doch jetzt effektiv. Muss ich mal aus. Ich glaube schon. Da kommt das Gift. Genau, ist effektiv. Dann habe ich ein Muster gegen Zuber jetzt schon mal. Nein, schon Level 18, scheiße. Das ist halt so meine Allzweckwaffe, mein Ding, ihr wisst schon. Mein Krapfen. Jetzt mein Muster anfordern, weil irgendwie schlägt das sich jetzt derzeit echt sehr, sehr gut. Hände weg! Wer zuerst kommt, zahlt zuerst. Malt zuerst. Die Fossilien gehören mir. Haha, sollen wir mal sehen. Was bekomme ich? Amoros oder Butterflops? Mir ist eigentlich egal, was ich von den beiden bekomme, weil ich finde eigentlich beides gut. Das eine ist Gesteinboden und das andere ist, glaube ich, Gesteinwasser. Huh! Muster, du bist der allerbeste. Giftwolke. Das ist aber nicht gut. Muster wurde vergiftet. Na egal, wir werden das Pokémon aber trotzdem wetzen. Ja, so ist es. Ich dachte, Team Rocket kommt noch. Yes, Level 12. Na, wir setzen erstmal... Ah nein, Raub. Noch ein bisschen bleiben, aber ich glaube, jetzt müssen wir dann auswechseln. Weil ich will jetzt nicht, dass es jetzt hier stirbt. Wir setzen, ich glaube nicht, dass eine Elektroattacke hat. Nee, unwahrscheinlich, unwahrscheinlich. Wenn der mit 12 eine Elektroattacke Donnerschock oder so. Keine Chance. Ich glaube nicht, dass eine Elektroattacke hat, weil das echte Alter, ey, ich habe mich gerade echt erschrocken, Mann. Alter, ich dachte schon. Alter, erschreck mich nicht das zweite Mal. Alter, ich dachte jetzt gerade echt wie eine Elektro-Attacke. Pumpt sich auf, ich glaube, es höhere Wahrscheinlichkeit, dass es Crit macht, aber ich bin gerade nicht sicher. Jetzt Level 13 wurde Topsy. Ruckzuckieb, sehr geil. Sehr geil, dass Ruckzuckieb erlernt hat. Oh, jetzt sieht aber sehr viel ab. Giftwolke, yes, daneben. Weil wenn jetzt Muster stirbt durch Gift, gell? Das wäre scheiße, zum Glück habe ich gegen Gift. Zum Glück habe ich irgendetwas. Jetzt ist Level 14. Aber ich glaube, in dieser Folge entwickelt sich Topsy nicht weiter. Was ist gierig? Irgendwas hat er gierig geschrieben. Gegen Gift. Oh, es hat gerade gehangen. Reicht aus. Ich mach mal. So, weil ich nämlich inne, Mister Scrabbit in der Kiste inne. Oh, du bist weg. Ich bin das. Bist du ein Helix-Fusil? Was heißt denn das? Dumm-Fusil. Helix-Fusil oder Dumm-Fusil? Helix-Fusil!
Und ich nehme das Dummfossil. Okay, dann gehört das hier mir. Natürlich gibt es hier. Oh, da ist sogar ein Pokéball. Da, ein Zubat. Komm, wir setzen die Konfusion ein. Weil es so krass effektiv ist. Und dann bekommt noch ein bisschen... dann noch verwirrt. Alter, Muster, du bist der Allerbeste, ey. Komm, verwirr dich. Schade, das war einfach zu schön. Das wäre ein schöner Kampf. Level 11, ich schätze mal so auf 80. Bin ich gut beim Schätzen, bin ich gut. Gegengift. Ja, wow. Oh, wir sind draußen, holy shit. Mal schauen, ob man hier irgendwo Pokémon fangen kann. Wir kämpfen aber gegen hier alle, weil ich glaube von oben hier, von den beiden kriegen wir was. Und ja Leute, das war's doch mit dieser Folge und ja. Bis zur nächsten Folge und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Yeah.